Das Verhältnis zwischen Makler, Anbieter und Käufer ist aus rechtlicher Sicht nicht immer ganz einfach. Da das Kerngeschäft zwischen Anbieter und Käufer stattfindet, müssen die Provisionsansprüche des Maklers exakt definiert werden. Rechtsanwalt Dr. Oliver Buss ist auf Immobilienrecht spezialisiert. Schon oft kamen Makler in seine Kanzlei, weil sie sich um ihre Provision betrogen fühlten. Nach erfolgreicher Immobilienvermittlung hatte der Makler ihnen die Provision schlichtweg verweigert. Der Grund? Der Kunde behauptet, es hat überhaupt keine Vereinbarung gegeben. Er habe schon Vorkenntnis gehabt. Er habe ein anderes Objekt erworben, als der Makler im Angebot gehabt hat. Der Makler habe kein ernsthaftes Provisionsverlangen entäußert. Viele Makler tun sich mit dem sogenannten Maklervertrag noch schwer. Dass er im Zweifel der Garant für die Provision bedeuten kann, wird vielen oft erst später klar. Nämlich dann, wenn sie mit einem Anbieter oder dem Käufer in einen Rechtsstreit geraten sind. Ist die Vermittlungsleistung nicht schwarz auf weiß schriftlich festgehalten, schwinden die Erfolgsaussichten, die wohlverdient geglaubte Provision einklagen zu können. Der Gesetzgeber hat dem Maklervertrag im BGB nur wenige Sätze gewidmet. Eine allgemeingültige Rechtsprechung lässt sich daraus nicht ableiten. Das ist im Prinzip die Kernaussage und alles andere entwickelt sich aus dieser einen einzigen Regelung. Es gibt dann noch, und das ist diese Auffangregelung, von der ich gerade sprach, eine Vorschrift in § 653 BGB. In Absatz 1 steht dort, ein Mäklerlohn gilt als stillschweigend vereinbart, wenn die dem Mäkler übertragene Leistung den Umständen nach nur gegen eine Vergütung zu erwarten ist. Das war's. Alles andere ist im Prinzip nicht von signifikanter Bedeutung. Genau in dieser Knappheit liegt die Herausforderung in der Ausgestaltung eines Maklervertrags. Denn weder Käufer noch Anbieter sind in der gängigen Praxis mehrseitige Vertragswerke zumutbar. Dies würde die Vermarktung von Immobilien deutlich erschweren. Wie also formuliert man die Vertragsbestandteile so, dass einerseits der Makler nicht um seine Provision bangen muss und andererseits der Vertrag für Anbieter und Käufer verständlich und vermittelbar bleibt? Also Punkt 1 wäre für mich, dass man den Provisionsanspruch schon bei der ersten Gelegenheit zum Ausdruck bringt, bei der der Kunde Kenntnis nimmt von einem Angebot. Punkt 2 ist meiner Einschätzung nach, dass der Kunde von diesem Provisionsverlangen auch auf einem zweiten Wege noch Kenntnis erlangt, das heißt darüber hinaus im persönlichen Gespräch oder durch Übergabe eines Exposés. Wichtig ist dabei, und das würde ich als dritten Punkt sehen, dass der Makler auf gar keinen Fall weitere Tätigkeiten vornimmt, bevor er nicht sicherstellt, dass der Kunde von diesem Provisionsverlangen auch Kenntnis erlangt hat. Tipps und Hilfen zu Provisionsansprüchen gibt es im Internet mittlerweile zuhauf. Immer mehr Makler nutzen die Möglichkeit und versuchen sich selbst einen Überblick über gängige Rechtslage zu verschaffen. Doch genau das birgt Risiken, wie Rechtsanwalt Dr. Oliver Buss aus eigener Praxis weiß. Das gibt ihm aber eben keine Sicherheit, dass es nicht ein anderes Gericht gibt, das die Sache anders gesehen hat. So gesehen ist natürlich Vorsicht geboten, sich eine abschließende eigene Rechtsauffassung zu bilden, indem man einfach nur das Internet durchforstet. Wenn es die Urteile sind, die wahrheitsgemäß wiedergegeben sind, dann weiß man zumindest, dass das in dem Urteil wirklich drin stand. Aber häufig hat man ja auch so Foren, Ausführungen und Ähnliches. Also da wäre ich extrem vorsichtig. Die Investition in eine Rechtsberatung kann sich angesichts drohender Provisionsverluste lohnen. Ein kostspieliger und langwieriger Prozess kostet nicht nur Nerven, sondern auch kostbare Zeit, in der das Kerngeschäft des Maklers vernachlässigt wird. In der nächsten Folge befassen wir uns mit einer oft vergessenen Pflicht für den Internetauftritt, dem Impressum.